erleben. Ein Abenteuer wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich. Ich bin der kleine Nick. Danke für den Abwasch, Liebling. Aber das ist doch ganz selbstverständlich. Du musst dich auch mal ausruhen, oder? Vielleicht könntest du auch noch den Fußboden wischen. Aber ja, kein Problem, Liebling. Wenn ich ihn höflich darum bitte, räumt er vielleicht sogar mein Zimmer auf. Nick, du könntest wirklich ein bisschen besser aufpassen. Papa hat recht. Gestern hast du auch schon 2 Gläser zerbrochen. Wenn du noch mal was kaputt machst, dann musst du das von deinem Taschengeld bezahlen. Ihr beide regelt das von Mann zu Mann. Und ich höre inzwischen ein bisschen Radio. Wenn du willst, spüle ich das Geschirr und du fixst die Scherben weg. Hä? Nein, Nick, mach du lieber mal die Tür auf. Das ist weniger riskant. Oh? Hey, wollen wir zusammen spielen? Ich habe meine elektrische Eisenbahn mitgebracht. Ja, prima, klar. Komm rein. Wie geht's? Da klebt ja Marmelade dran. Na klar, ist ja auch der Speisewagen. Hey, wir könnten ein Auto auf den Bahnübergang stellen und lassen sie zusammenkrachen. Damit meine Eisenbahn kaputt geht? Das ist eine total blöde Idee. Hast du gerade behauptet, ich sei blöd? Das bist du auch, du Blödmann. Sag das nochmal, wenn du dich traust. Wieso streitet ihr euch denn so, Kinder? Wir streiten uns nicht. Wir spielen mit Ottos Eisenbahn. Ja, macht total viel Spaß. Unglaublich, das ist ja eine fantastische Eisenbahn. Die hat mir der Weihnachtsmann gebracht. Als ich klein war, habe ich mir immer eine elektrische Eisenbahn gewünscht. Seht euch dieses Durcheinander an. Nick, du weißt, was passiert, wenn du was davon kaputt machst? Ja, ich weiß, dann muss ich es von meinem Taschengeld bezahlen. Diese Schiene gehört ganz woanders hin. Wir könnten hier eine Kurve einbauen. Nein, nein, doch nicht dahin. Und den Bahnhof, den stelle ich dorthin. Aber nein, so ein Unsinn. Also, der Bahnhof kommt hier hin. Die Radfahrer stellen wir dort auf. Die Kühe stehen hier. Die Brücke ist so in Ordnung. Die Häuser sind hier und der Bahnübergang funktioniert gut. Schön, alles am richtigen Platz. Das ist unfair. Wir wollen auch mal ran. Ich baue erst mal alles auf, dann könnt ihr viel besser damit spielen. Geht inzwischen in die Küche und esst was. Klasse! Nick, machst du bitte mal die Tür auf? Na schön. Hallo, Tag, Herr Bleder. Hallo, mein Junge. Ist dein Vater zu Hause? Ich möchte mir seine Bohrmaschine ausleihen. Er spielt mit der elektrischen Eisenbahn in meinem Zimmer. Wie lecker, Kekse! Ich auch. Sag mal, können wir das Radio anmachen, Nick? Prima Idee. Um die Zeit kommt immer ein Hörspiel. Nein, ich möchte lieber die Quiz-Sendung hören, die jetzt kommt. Um den Preis zu gewinnen, müssen Sie alle 10 Fragen korrekt beantworten. Und den So bist du Single, Jesse James. Und überhaupt, das ist nicht dein Radio, es gehört meinem Vater. Gerade deshalb. Dein Vater spielt mit meiner Eisenbahn, also kann ich mit seinem Radio machen, was ich will. Jesse James, entweder du... Antwort Nummer 1, sich die Nase putzen, oder Antwort Nummer 2, sich die Füße... Lass los! Gib her! Das gehört dir nicht! Bitte alle einsteigen, zurückbleiben, Tür anschließen, tut tut. Tut tut. Tut tut.
machst dich ja total lächerlich. Ich kann's kaum abwarten, das meiner Frau zu erzählen. Ich mach mich lächerlich, sag das nochmal. Der ewige Tollpatsch. Was sag ich nur den Kindern? Da bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als dein Portemonnaie zu zücken. Das Radio ist kaputt. Jetzt streicht mir mein Vater das Taschengeld bestimmt wochenlang. Wir könnten versuchen, es zu reparieren. Hast du einen Kleber? Klar, im Arbeitszimmer von meinem Papa. Hör mal, wenn du hier nicht reingekommen wärst. Also gut, unter diesen Umständen helfe ich dir gern, es wieder zu reparieren. Hast du Klebstoff? Selbstverständlich, in meinem Arbeitszimmer. Da ist er! Was habt ihr beide hier zu suchen? Wir suchen, neue Batterien für das Kofferradio. Gut, jetzt geht wieder in die Küche. Ja, aber die Kekse sind alle und ich will wieder mit meiner Eisenbahn spielen. Wartet noch ein bisschen. Ich bin noch nicht mit dem Aufbauen fertig. Ja, und wir müssen jetzt die Batterien auswechseln. Weißt du nicht mehr? Ach ja! Was ist denn mit dem Kleber los? Da kommt ja gar nichts raus. Ich helf dir. Nie. Wir müssen anderen Kleber auftreiben. Marie Hedwig hat bestimmt welchen. Verflixt. Wo ist mein Klebstoff? Vermutlich in der Küche. Da ist er ja. Natürlich habe ich Klebstoff. Dieser Kleber ist ja schon eingetrocknet. Extra starker Sekundenkleber kostet ein Vermögen. Man muss nur das angetrocknete Ende entfernen. Das war's. Nicht doch. Meine Finger kleben zusammen. Ja, du hast recht. Der Kleber ist wirklich extra stark. Halt deine Finger unter warmes Wasser, dann kriegst du sie auseinander. So. Fertig. Prima, es ist wieder ganz. Schalte es mal an. Hä, warum geht's denn nicht? Da liegt noch was. Gehört bestimmt zum Radio. Muss rausgefallen sein, als wir es auf den Tisch gestellt haben. Leg dich nicht auf. Wir machen das Radio einfach noch mal auf und legen es rein. Genau. Geht nicht mehr. Der Kleber ist schon trocken. Oh, ist das heiß? Alles in Ordnung, Liebling? Ja, alles bestens. Keine Ahnung, was wir jetzt noch machen könnten. Hey, wir schmeißen es noch mal auf den Boden, dann geht es wieder kaputt. Bei dir piept's wohl, was? Dieser verflixte Sekundenkleber. Jetzt ist er wieder wie neu. Mal sehen, ob er funktioniert. Mist, er ist kaputter, als ich vermutet habe. Liebling, was ist passiert? Das Radio geht nicht mehr. Die Sicherung ist rausgesprungen. Wir kümmern uns gleich darum. Nimm inzwischen das Kofferradio. Nick ist damit nach draußen gegangen.
Nick, warte. Kannst du mir bitte das Kofferradio geben? Die Sicherung ist rausgesprungen und ich möchte gern das Konzert zu Ende hören. Aber, ich wollte doch, Das ist leider unmöglich. Im Radio spielen sie gerade einen Walzer. Ich wollte den Jungs beibringen, wie man danach tanzt. Wollen Sie zusehen? Eine wunderbare Idee, mal was anderes als nur Jungenspiele und Raufereien. Ich bin schon ganz gespannt. Spiel lieber mit, dann gewinnst du ein bisschen Zeit. Na gut. Bitte, meine Herren, stellt euch in Position. Hast du einen Knall? Ich tanze doch nicht mit einem Jungen. Und ich tanze überhaupt nicht. Jetzt macht schon, sonst kriegt sie alles raus. Hey! Liebling, alles wieder in Ordnung. Bravo, das macht ihr großartig. So, Schluss jetzt mit den Faxen. Hier. Und was mache ich jetzt mit dem Radio? Stell zurück, als wäre nichts geschehen. Ja, prima Idee. Spielen wir jetzt Eisenbahn? Der lässt sich nicht mehr reparieren. Es reicht! Wir wollen jetzt auch endlich mal mit der Eisenbahn spielen! Oh, schlechte Neuigkeiten, Otto. Der Transformator funktioniert leider nicht mehr. Tja, meine Devise lautet, wer was kaputt macht, muss es bezahlen. Klasse! Ha! Junge, wenn ich das meiner Frau erzähle... Mein Papa ist echt prima. Ja, meiner hat mich zum Spielen zu meinen Freunden geschickt, weil bei uns ständig die Sicherung rausgeflogen ist. Die Fußballübertragung. Verpassen Sie auf keinen Fall das Pokalendspiel auf diesem Sender. Die zwei Mannschaften, die sich gegenüberstehen, hoffen seit Jahren, den Pokal endlich nach Hause holen zu können. Das entscheidende Spiel der Saison, Nick, das lassen wir uns nicht entgehen. Ja! Hörst du dir mit uns zusammen die Übertragung an, Oma? Tut mir leid, mein Junge, aber wenn das Spiel heute Nachmittag übertragen wird, sitze ich schon im Zug ans Meer. Ich glaube nicht, dass sich deine Oma für Fußball interessiert. Da irrst du dich aber gewaltig, mein lieber Schwiegersohn. In meiner Jugend habe ich mich für einen Torwart begeistert. Nicht doch, nicht ausgerechnet heute, bitte nicht, nein! Was ist denn, Papa? Funkstille. Der alte Kasten hat den Geist aufgegeben. Bis zum Spiel bekommen wir den nie und nimmer repariert. Wir haben doch noch das kleine Kofferradio. Das bringt nichts, bei dem kriegen wir den Sender nicht sauber rein. Warum kaufen wir uns nicht endlich einen Fernseher? Du kannst dich dem Fortschritt nicht ewig verschließen. Bitte, Papa, sag ja! Sonst noch Wünsche? Kommt überhaupt nicht in Frage, ich kaufe keinen Fernseher. Könntest du uns vielleicht deinen leihen, während du verreist bist? Aber natürlich. Und ich wette, dein Mann wird nach dieser Woche seine Meinung bestimmt ändern. Und ich wette, das Gegenteil ist der Fall. Prima. Dann lade ich alle meine Freunde ein und wir gucken uns das Spiel hier an. Gib ab. Hey, zu mir. Hör mal, dein Vater braucht aber ziemlich lange, um den Fernseher zu holen. Stimmt, aber meine Oma wohnt nicht gerade um die Ecke. Hoffentlich verfährt dein Vater sich nicht. Ich will nämlich auf keinen Fall den Anpfiff verpassen. Ich auch nicht. Wir können auch zu mir gehen. Ich habe einen nagelneuen Fernseher. Aha. Hallo, Kinder. Hier ist er, bereit für das Spiel der Saison. Ja! Freu dich lieber nicht zu früh. Du musst den Fernseher erst noch angeschlossen kriegen. Und bei deiner technischen Begabung... Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Leder. Du wirst schon sehen, das mache ich mit links. Ist das der Fernseher? Der Bildschirm ist ja winzig. Dann müssen wir uns eben ganz nah davor setzen. Ich finde den Fernseher prima. Mhm. Wenn du nichts dagegen hast, setz ich mich in die erste Reihe. Sag mal, wird das eine Extrawurst? Warum denn ausgerechnet du? Weil ich der Stärkste von uns allen bin. Und außerdem bin ich als Erster im Wohnzimmer. Das glaubst doch nur du. Hier bestimme ich. Pass doch auf! Gut gemacht, Papa. Du hast Omas Fernseher gerettet. Ich hab's dir doch gesagt. Freu dich nicht zu früh. Meine schönen Tomaten.
Ich bin schon ganz aufgeregt. Gleich geht's los. Klasse. Was meinst du? Wo soll ich ihn hinstellen? Auf den kleinen runden Tisch dort. Nein, nein, der kleine Tisch ist nicht stabil genug. Ich stelle ihn lieber auf den Couchtisch. Guck mal! Nein, nicht auf den Couchtisch. An dem trinke ich immer Tee mit meinen Freundinnen. Bitte entscheide dich schnell. Das Ding ist schwer. Ich kann ihn nicht mehr lange tragen. Du könntest ihn hier hinstellen. Ich muss nur ein paar Sachen wegräumen. Schnell, Kinder, kann bitte jemand mal das Buch wegnehmen? Nick, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Doch, aber wenn ich aufstehe, klaut mir jemand den Platz. Aber nein, niemand macht dir deinen Platz streitig. Und jetzt hilf mir bitte, dieser Fernseher wiegt echt Tonnen. Puh. Oh, das wäre geschafft. Oh, oh, mein Rücken. Oh. Das ist unfair. Du hast versprochen, dass ich keiner auf meinem Platz setze. Wollen Sie sich lange ausruhen? Das Spiel fängt gleich an und der Fernseher ist noch nicht angeschlossen. Stimmt, er hat recht. Na schön, aber ihr müsst mir dabei helfen, die Antenne aufs Dach zu montieren. Komm, Kinder. Ihr könnt die Leiter holen. Toll. Backen Sie für uns einen Kuchen? Vor dir kann man wohl nichts geheim halten. Der Teig ist fertig, aber er muss noch in den Ofen. Riecht das lecker. Darf ich mal kosten? Natürlich darfst du das, aber erst, wenn er fertig gebacken ist. Ich hole die Kuchenform. Mist! Mist, Mist, Mist! Noch ein bisschen mehr nach rechts, Kinder. Achtung, passt auf die Regenrinne auf. Ich glaube, so stimmt's, Papa. Hier steht sie richtig. Können wir sie anlehnen? Nein, ihr seid zu nah am Fenster. Viel zu nah. Wenn du so weitermachst, bleibt von deinem Haus nicht mehr viel übrig, wenn du den Fernseher endlich angeschlossen hast. Ich kann dir helfen, wenn du willst. Nein, vielen Dank für dein Angebot, aber wir kommen allein zurecht. Ich kann immer noch selbst auf mein Dach steigen. Ah, mein Rücken! Oh. Papa, ich kann doch hochklettern. Nein, ich kenne mich damit aus. Ich habe schon mal bei meinem Papa zugeguckt. Kommt nicht in Frage. Ich will kein Kind auf meinem Dach sehen. Herr Bleder wird die Antenne anbringen. Es ist mal wieder total ungerecht. Wird ja Zeit, dass du endlich den Fachmann ranlässt. Mit meiner Hilfe ist das in null Komma nichts erledigt. Verlass dich drauf. Ja, ja, schon gut. Aber pass ja auf meine Dachziegel auf. Für wen hältst du mich? Seitdem ich abgenommen habe und wieder regelmäßig Sport treibe, bin ich leichtfüßig wie ein junger Kater. Oh, hoppla. War nicht meine Schuld. Der Dachziegel hatte bestimmt schon vorher einen Riss. So, das hätten wir. Aufgepasst da unten! Ich werfe das Antennenkabel runter! Ich hab's! Klasse! Gut gemacht, Nick. Jetzt musst du es nur noch zum Fernseher rüberziehen. Ja. Hey,
die nicht so festziehen, sonst kommt die ganze Antenne wieder runter. So ein Pech, das Kabel ist zu kurz. Dann können wir uns das Spiel also doch nicht anschauen. Aber das Spiel fängt gleich an, verflixt. Ich hab's gewusst, wir hätten gleich zu mir gehen sollen. Niemand hat dich dazu gezwungen, herzukommen, kapiert? Streitet euch nicht, Kinder. Bestimmt werden die Männer dafür eine Lösung finden. Hab ich nicht recht, Liebling? Natürlich, wir schieben den Apparat einfach näher ans Fenster. Seht ihr? Gleich könnt ihr euch das Spiel ansehen und nebenbei ein Stück von dem köstlichen Kuchen essen, den ich für euch gebacken habe. Geschafft. Jetzt müsst ihr funktionieren. Und glaubt ihr wirklich, er steht dort sicher? Aber ja, ist doch nur für das eine Spiel. Dann schalten wir ihn jetzt mal an. Na endlich, wird doch Zeit. Liebe Fernsehzuschauer, in wenigen Augenblicken wird der Schiedsrichter das von allen Fußballfans ungeduldig erwartete Spiel anfangen. Spannendes Spiel. Man sieht ja überhaupt nichts. Ja, und hören kann man auch fast nichts. Woran könnte das denn liegen? Vermutlich hängt es mit der Antenne zusammen. Ich richte sie mal anders aus. Ich hab doch gesagt, lasst mich rein. Ich kann sowas. Und? Ist es so besser? Ist es so besser? Vasquez bleibt in der ersten Halbzeit auf der Ersatz. Ja, besser. Noch ein bisschen drehen. Aber machen Sie schnell. Besser so. Nur noch ein bisschen. Aber schnell. Die gefürchteten Kopfbälle. Und jetzt? Gut so? Jetzt ist alles wieder schwarz. Weder Bild noch Ton. Vermutlich ist das Kabel versehentlich rausgerutscht. Steckt das Kabel noch drin? Nick, sieh doch bitte mal nach. Was? Ich lass mir den Platz nicht nochmal wegschnappen. Komm du mal nach, Otto. Auf deinen Platz will sich sowieso keiner von uns setzen. Na schön, einverstanden. Ich mach's. Aber bitte ganz vorsichtig. Ich komm nicht ran. Ich bin nicht groß genug. Warte, Otto. Ich werde meine Frau darum bitten. Liebling, kannst du uns helfen? Ich komme. Kannst du das Kabel wieder in den Apparat stecken? Mach ich. Meine Antenne! Mein Auto! Ich finde, es riecht irgendwie verbrannt. Mein Kuchen! Beeilt euch! Ich will auf keinen Fall den Anpfiff verpassen! Ja! Ja! Hier, Otto. Dieses Stück habe ich für dich retten können. Nein, danke. Ich mache gerade eine Diät. Hier, Papa, das Kofferradio, damit du was vom Spiel mitkriegst. Hör mal, du kannst dir das Spiel auch auf meinem Fernseher ansehen. Nein, danke. Ich will das Wort Fernseher in meinem Leben nie wieder hören. Mach dir nichts draus, Liebling. Das kriegen wir schon wieder hin. Also, dann werde ich mal zu den anderen gehen. Letztendlich hat Oma ihre Wette gewonnen. Mein Vater wird wirklich einen neuen Fernseher kaufen. Allerdings ist er dann für Oma. Was ist denn in dem Kuchen drin?